Und Sie sind mit ein Grund, weswegen Tausende jedes und jedes Jahr wieder ins Haupt- und Landgestüt kommen. Die silberne Herde Marbachs. Einer Legende zufolge war der Prophet Mohammed in der Wüste mit seinen Lieblingsstuten und sie hatten alle lange Zeit nichts zu trinken. Schließlich kamen sie an eine Oase und die Stuten drängten zum Wasser. Mohammed rief seine Stuten, doch nur drei oder vier kamen zurück zu ihm. Und genau mit diesen Stuten, so die Legende, führte Mohammed seine Zucht fort. Sie wurden die Stammstuten der Araberzucht. Mit diesen imposanten Bildern verabschieden wir uns von Marbach und freuen uns auf ein Wiedersehen auf dem baden-württembergischen Haupt- und Landgestüt.